NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Lutz Schwabe aus Kiel fragt zum Weltgesundheitstag. Oma Rosi, hast du auch manchmal das Gefühl, zu wenig für die Gesundheit zu machen? Ja, Lutz, also heute hatte ich bisher 2 Eier, ja. Spritzer Maggi, einen Hieb Teewurst auf Toast und 2 Kiwi. Oh. Ist das gesund? Ich weiß es nicht. Gesundheit ist hierzulande ja mittlerweile die neue Religion. Jeden Tag gibt's neue Gebote. Buddha ist schlecht, zu viel Wasser ist schädlich, ja. Buddha ist doch gut, Joggen macht das Knie kaputt. Und all die Glaubensfanatiker denken bei jeder neuen Studie, dass der Herrgott persönlich aus dem brennenden Busch zu ihnen spricht. Agavendicksaft ist nicht so geil, wie man denkt. 90% Fructose. Ja, mal weiter. Ich sag euch jetzt mal was. Ihr, die ihr mich mit hochgezogenen Augenbrauen abschätzig anglotzt, wenn ich mein Glas frisch gepressten O-Saft trinke, ja. Von wegen, du weißt aber schon, dass das morgens den Zuckerspiegel ungünstig beeinflusst. Das ist purer Stress für die Bauchspeicheldrüse. Ah. Halt Sabbel. Nee, so. Ihr, die ihr euch grüne Matcha-Pampe in euren Basenbrei rührt, weil das den Dickdarm stärkt, seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Aber Oma... Jeder 10. Mensch hat kein richtiges Trinkwasser und sitzt in Unterhose in unserem alten Plastikmüll. Und wir machen uns hier Gedanken, ob unser Smoothie-Mixer für 500 Tacken die nötige Drehzahl erreicht, um die so wichtigen Phenole und Wassermoleküle aus der Gurke aufzuspalten, weil wenn nicht, bringt der ganze Scheiß nichts und wir kommen mit Arschkrebs in die Hölle. Oma, das kannst du doch so nicht sagen. Nein, Omi macht nur Spaß. Und das ist ja die beste Medizin.